Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem aufregenden Marsch. Wir versuchen gerade auch noch die Wiese zu wehen. Tut sich schwer. Weil er zu oft wenden muss. Die Wendung ist zu klein. Und. Die Ballen mit am Weg. Das LKW ist da vorne links, ne? Da ist er doch. Wir werden die Ballen einsammeln, sonst haben wir ein Problem. Marvin wollte nicht durchfahren, aber das lohnt sich einfach so nicht hier. Da muss ich überlegen. Musste rabiat sein. Und ich wollte im Dunkeln keine Grasballen einsammeln. Aber zum Not höre ich damit auf und dann ist ja eh nicht so viel. Machen wir das Licht. Wahnsinn. Wie gesagt, wenn die Ausatmung durch ist, dann weil die Wiese ist vom Cosplay schlecht zu bearbeiten, vor allem was ich machen will. Grasbeen und gleichzeitig pressen. Wenn der Kollege mit durch mit aussah, dann ist auch bitte. Das sieht ganz gut aus. Aus. Geht Licht an. Da ist so ein wendiger Traktor nicht schlecht gewesen, ne? Der hinten und vorne lenken kann. Ja, vielleicht besser. Über der Wiese werden wir uns Getreide reinbringen oder irgendwas. Ja, die andere Methode wäre besser gewesen. Erst mähen, dann schwatten und dann pressen. Tut sich leichter. Die Zeit guckt nochmal.
Sonntag eine kleine Folge ranhängen. Machen wir zwei draus. Dass ich gerade erst machen lassen muss. Ja. Sauna-Traktoren. Wendige. Der könnte gut wenden. Weil auch hinten lecken kann. Aber. Wegen einer Wiese. Ah, ganz gut aus. Wieder aus. Eingreifen. Dann lassen wir stehen. Klappt gleich. 6 Minuten. Ah, brauchen wir mal, Kollege. Ja, fast fertig. Die Bäume sind ein bisschen hinderlich und dann muss man höchstens so ein Ding mieten und dann weg mit den Nieten. Aber das lohnt sich jetzt nicht. Jetzt fällt wer fertig. Die paar Ecken hier, was soll's. Mal sehen, wie er klarkommt. Ne? Wir haben ja nicht mehr viel. Wenderad ist ja enorm, ne? Ja, es könnte was werden. Kommt ja nicht rum, der Bursche, kommt nicht rum. So, das hier drauf. Krach schon aus. Und kann man nichts. Gut, dann werden wir mal unser LKW holen. Zumindest ein paar einsammeln. Vor Mitternacht mal verkaufen. Die Wiese wird gepflügt. Und ich überlege auch mal. Oh, ist gewachsen.
Nee, das andere Feld. Ob wir nicht Mais machen und dann silieren, aber das ist aufwendig. Halb 12, halb 11. Naja, wie gesagt. Ich versuche die Zeit zu nutzen. Extra Folge vom Sonntag. Damit wir nicht durcheinander kommen. Mit wenn die Bäume nicht wären, dann würde er mit klarkommen. Aber die Bäume sind da. Da extra aushacken. Ich bin nicht gleich. Ich muss ihn mal umrüsten auf helle Ballen. Damit wir hier besser arbeiten können. So. Der erste wäre voll. Dann haben wir ungefähr. Weiß ich ungefähr, genau. 5 Anhänger. Bis jetzt. Kaum oder noch mal. Können wir gleich gucken nach den Kühe? Oi, oi. Keine Kuh mehr. Genug Wasser, genug Stroh, genug Sauberkeit. Also gleich Sauberkeit, sauber genug. Silage, Heu, alles gut vorhanden. Das Gras müsste längst verweckt sein. 30 Stunden ein neues Tier. Milch habe ich auch noch. Gülle habe ich 6000. Na gut. Was habe ich eigentlich an? Gärflüssigkeit. Stroh 5000. Gärflüssigkeit 327. Oha. Können wir als Gülle verwenden. Als Dünger. Wir müssen uns einfach leer machen, das ist ja das ist ein Clou. Ja nicht. B. Z. An deaktivieren, entladen. Uhrzeit 13. Ich meine, ich muss ja nicht komplett alles hier kaufen. Ich fahre jetzt den Hänger weg. Zu BGA und dann lass den Traktor noch arbeiten und den nächsten Folgen pflügen und Unkrautbekämpfung Feld 1 neue Aussaat hier und eins mache ich wieder Wiese und die andere Fläche kommt was anderes rein, eine einfache Frucht. Auch kein Stroh, das ist auch unnötig, also Raps oder Soja. Soja wäre auch nicht was. Dann brauchst du nur ernten, das ist einfacher als. Das kann man Elka wieder hören.
Fahre zum Hof haben wir Quatsch. Fahre zur Wiese oder ich fahre zum Hof. Ist ja egal. So, jetzt geht's zum Hof. Klar. Der Fahrer kann ja weiterarbeiten. Hauptsache kein Absturz. Wir fahren am besten. Ah, hier. Fahren wir hier lang. Wie gesagt, die Gärflüssigkeit muss ich verarbeiten. Wenn das muss ich die als Dünger verwenden. Das heißt, ein Güllewagen steht an. Auch ein großer Güllewagen. So. Also das können wir nicht warten hier. Schleicher hier. Parken immer rechts hier ein. Da wird nicht mal Milch verkauft. So, gute Nacht. Wir wissen mal, dass die Lage meint. Das heißt jetzt 20 Uhr, fällt schon schlafen. Das ist gut. Meine Stühle umgekippt. Da muss ich mal gucken hier gerade. Wer war das rabiat? Ja. Hier so schön im Grün, da kann man stehen hier. So. Baukosten ja minimal. So. Jetzt aber gute Nacht. So, BGA. Oh, 499.000 BGA. Und die Nacht ist zu Ende. So, Leute. Ich sag mal, ja, auch gute Nacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich gerne freuen über ein Like. Oder ein Abo. Oder beides. Dann seid mal, sag auch Dankeschön dafür. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Bis dann. Ciao. 460.000.